Verschoben, aber nicht aufgehoben. So pompös wird Harald Glöcklers Hochzeit. Wird 2015 endlich Harald Glöcklers Hochzeitsjahr? Fast 30 Jahre ist der Star-Designer schon mit seinem Lebensgefährten Dieter Schroth glücklich. Aber die Heirat lässt weiter auf sich warten. Geplant wird die schon länger. Nur leider kommt immer was dazwischen. Aber ganz klar, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eine Trauung wird kommen. Nur wann? Eigentlich möchte ich eher lieber so im Sommer. Und bin immer am Überlegen, ob ich nicht in Venedig feiere. Und da habe ich mir gedacht, so ein Palazzo mit lauter Kerzen und alle in tollen Roben. Ui, das klingt ja wirklich so, als wäre es nächstes Jahr soweit. Und dann auch noch im wunderschönen Italien. Genauso wie George Clooney und seine Amal. In Venedig waren, das war unsere erste Liebesreise von Herr Schroth und mir. Ja, vor 27 Jahren sind wir mit seinem Renault nach Venedig gefahren. Ach, wie romantisch. Venedig, ein Palast und jede Menge Glanz und Glamour. Das passt einfach zu Harald Glöckler. Und das heißt auch, klein und privat wird die Zeremonie sicher nicht werden. Das, denke ich, wird nicht mehr so im intimen Rahmen möglich sein, weil da einfach zu viel Aufmerksamkeit ist. Ja? Und es wird auf jeden Fall dann eine Fete geben. Aber sicher, so ein Ja-Wort muss doch auch ordentlich zelebriert werden. Doch genauso wichtig wie ein wundervolles Fest ist natürlich die Kleidung des Hochzeitspaares. Da hat Harald Glöckler doch sicher schon eine Idee. Ach, Sie wollen wissen, ob einer ein Hochzeitskleid anhat oder wie? Ich müsste mir halt mal was einfallen lassen, ja. Na dann mal los. Wenn im Sommer 2015 die pompöse Heirat stattfinden soll, haben Harald Glöckler und sein Liebster noch eine Menge zu tun.